damit und werden natürlich dann später mit dem anderen Thema dann auch noch weitermachen. Aber jetzt erstmal mit dem Thema des Tages eigentlich. Wir blicken nach Sachsen-Anhalt. Dort herrscht nämlich seit einer geraumen Zeit nämlich eine Regierungskrise, vor allem nämlich durch die CDU in Sachsen-Anhalt nämlich ausgelöst. Der Grund, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags, wo man natürlich jetzt sagen müsste, ja gut, warum wegen sowas, warum wegen so einer Kleinigkeit? Ja, das liegt nämlich auch einfach daran, dass nämlich die SPD und die Grünen in der Kenia-Koalition, wie sie schön ja heißt, nämlich für die Erhöhung des Rundfunkbeitrages von 17,50 auf 18,36 € ja ist, während die CDU kategorisch dagegen ist. Man nennt unter anderem Corona als Grund. Das Problem aber ist natürlich, und das ist in diesem Jahr ziemlich schon einmal zu sehen gewesen, dass die CDU nämlich bei diesem Thema mit einer Linie mit der AfD auf einer Linie steht. So wollte ich das sagen. Und das ist für viele Parteien, nämlich die mit der AfD nichts zu tun haben wollen, ja, ein rotes Tuch. Und vor allem auch für die Bundes-CDU wäre das ein ordentlicher Schaden. Dort hat sich aber dann ja auch bisher die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die noch Parteichefin, sich dazu noch nicht geäußert. Jetzt ist aber heute zumindest die politische Bombe geplatzt, denn nachdem der Innenminister Holger Stahlknecht nämlich, und der ist ja auch Landesvorsitzender der CDU in Sachsen-Anhalt, in einem Interview, nämlich in einem Zeitungsinterview mit der Magdeburger Volksstimme nämlich gesagt hat, dass man im Notfalle auch nämlich mit einer CDU-Minderheitsregierung weiter regieren könnte bis zu den Landtagswahlen, ja, wäre das in Ordnung. Hat er sich anscheinend nicht mit seinem eigentlichen Chef, auch wenn er der Chef der CDU in Sachsen-Anhalt ist, hat er sich nämlich mit seinem Regierungschef nämlich, Rainer Haselhoff, sich nämlich nicht abgesprochen und schnurstracks gab es die Kündigung. Ja, entlassen. Ganz einfach, so ging das heute erstmal ab, denn da gab es dann die Entlassung von Holger Stahlknecht als Innenminister. Er habe sich während der laufenden Bemühungen des Ministerpräsidenten ja nun unabgestimmt öffentlich den Koalitionsbruch und die Möglichkeit einer allein von der CDU gebildeten Minderheitsregierung in den Raum gestellt, heißt es ja, in dem Statement der Staatskanzlei in Magdeburg. Der Ministerpräsident verfolge das Ziel, in der für das Land schwierigen Phase der Überwindung der Corona-Pandemie eine bisher vorstellbaren Ausmaßes eine in jeder Hinsicht handlungsfähige Regierung anzuführen, die auch im Landtag über verlässliche Mehrheiten verfüge, heißt es aus der Stellungnahme, die es ja heute Nachmittag gegeben hat. Und ja, das notwendige Vertrauensverhältnis, also es ging vor allem auch um das Vertrauen nämlich in Stahlknecht, was nun, ja, sagen wir mal, dort nämlich schwer gestört wurde, hat es nämlich dann dafür auch geführt, dass er rausgeschmissen wurde. Nun kann es aber auch wohl so dazu kommen, dass wohl die ganze Regierung aus CDU, SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt vor dem Ende steht. Denn neben, ja, dieser Entlassung, ja, ist nämlich jetzt auch Stahlknecht als Landesvorsitzender der CDU zurückgetreten in Sachsen-Anhalt. Die Pressestelle hat nämlich mitgeteilt, dass in der kommenden Woche er sein Amt als CDU-Landeschef räumen werde. So wolle er Schaden von der Partei, seiner Funktion, seiner Familie und von sich selbst abwenden, teilte Stahlknecht selbst mit. Und wie gesagt, das ist schon eine ziemlich heftige Diskussion, die es dort nämlich geben wird, vor allem weil es durch ein Nein in Sachen Rundfunkbeitrag nämlich entstanden ist. Das ist ziemlich heftig und kann natürlich nun dazu führen, dass wohl Sachsen-Anhalt das Zünglein an der Waage sein wird, beziehungsweise zu einem Nein noch kommen wird, denn die Geschichte ist eigentlich die, dass nämlich die CDU in Sachsen-Anhalt zur Erhöhung des Rundfunkbeitrags von, wie gesagt, 17,50 auf 18,36 € Nein sagt. Am Mittwoch habe ich dazu ja einen kleinen schönen, ne, gab es ja hier so einen schönen Beitrag dazu, den ich gemacht habe, den ihr euch nochmal angucken könnt im Twitch-VOD. Daniel, guten Abend. Und
Das Besondere dabei ist halt, wie gesagt, sollte Sachsen-Anhalt mit der, also die CDU in Sachsen-Anhalt mit der AfD Nein stimmen, beide zusammen hätten mehr als 50% der Stimmen, so würde nämlich der Rundfunkbeitrag ab dem 1.1., also in wenigen Wochen, nicht auf 18,36 erhöht werden. Damit könnten aber dann ARD und ZDF vor Gericht gehen, beziehungsweise sogar vor das Bundesverfassungsgericht und zwangsmäßig das dann auch noch hinbiegen. Einerseits ist es aber für die CDU auch ein kleines Problem, denn die müssen jetzt ja gucken, okay, wenn wir jetzt Nein sagen, stehen wir mit einer Linie auf der AfD. Für viele wäre das nicht so schlimm, klar. Viele sagen halt sowieso, die CDU kuscht wieder, ne? Sie wollen ja sagen, rechts von der CDU gibt's niemanden und so weiter. Alte Laien, die wir schon in den letzten 2-3 Jahren gehört haben und so weiter. Und das ist natürlich auch geradewegs auch ein Problem. Und da hat sich ja auch Annegret Kramp-Karrenbauer, die noch amtierende CDU-Chefin, sich überhaupt noch gar nicht gemeldet. Vor allem nämlich auch, wenn wir auf das Thema Thüringen blicken, da haben CDU und AfD ja auch schon gemeinsame Sache nämlich gemacht und haben dort dementsprechend, ja, nämlich Thomas Kemmerich ja zum Ministerpräsidenten gewählt, der es ja nur für einen Tag war. Ich glaube, wer sich noch erinnern kann, das war so eine Art Gutschein von Jochen Schweizer, ein Tag Ministerpräsident in Thüringen. Ja, wird noch im Jahresrückblick eine Erwähnung haben. Die CDU selbst teilte auch mit, dass die Entlassung Stahlknechts keinen Einfluss auf die politische Arbeit der Partei habe. Mit der CDU werde es keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags geben. Also da bleibt man knallhart. Könnte also bedeuten, wenn auch nächste Woche der Medienausschuss des Sachsen-Anhaltinischen Landtages zusammenkommt, dass es bei einem Nein bleibt. Würde bedeuten, erstens, der Rundfunkbeitrag wird nicht erhöht, zweitens, die Kenia-Koalition, wie sie nämlich heißt, sprich aus CDU, SPD und Grüne, wäre am Ende. Das wäre nicht gut, Neuwahlen wären möglich, ich glaube sowieso nächstes Jahr wird sowieso in Sachsen-Anhalt gewählt, also das wäre um eine weitere Wahl jetzt auch geradewegs nicht schlimm gewesen. Und wie gesagt, es geht um 86 Cent, die natürlich auch dafür sorgen, dass dementsprechend dort die die Versorgung in Sachen Information, aber auch Unterhaltung und Bildung natürlich weiter vorangeschritten wird. Dabei gab es aber auch schon Reaktionen aus dem Sachsen-Anhaltinischen Landtag, vor allem von der Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei in Sachsen-Anhalt, Eva von Angern. Sie sagte nämlich dem MDR unter anderem, dass Haselhoff, also Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident, die Vertrauensfrage stellen soll, also sprich, ob das Parlament überhaupt noch Vertrauen haben sollte, könnte natürlich also auch dazu führen, alleine durch die AfD, die ja die zweitstärkste, ich glaube sogar die stärkste Kraft ist, ich weiß es gar nicht, habe es nicht so genau im Blick, ziemlich am Ende sein könnten. 8 Landräte sogar aus Sachsen-Anhalt haben ja der Landtagsfraktion von CDU, SPD und Grün ja auch aufgefordert, bis zum Ende der derzeitigen Wahlperiode zu stützen. In ihrem Appell haben sie auch an die schwierige Lage durch die Corona-Pandemie auch erinnert. Klar, wir haben immer noch Pandemie, für die, die es vergessen haben, aber das sind ja vor allem auch ihre eigene Gesundheit anscheinend leugnen, aber das ist ein anderes Thema. Die Landesregierung trage die volle Verantwortung für den Schutz der Bürger, heißt es. Dafür brauche Sachsen-Anhalt eine starke Regierung und Abgeordnete, die Landesinteressen von Parteiinteressen stellen. Und natürlich gab es auch mit Hinblick auf diese Debatte um die Erhöhung des Rundfunkbeitrages von den Landräten ja auch medienpolitische Fragen. Sie seien zwar bedeutsam, sie dürfen aber nicht zum bloßen Gerangel, um beste Ausgangspositionen zu haben für eine Landtagswahl. Also wer da jetzt irgendwie denkt, ha, jetzt können wir uns da besser positionieren und nächstes Jahr werden uns die Bürger in Sachsen-Anhalt wählen, naja, das wird halt ein bisschen schwer. Und wie gesagt, der ganze Auslöser war halt wirklich diese Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Oder ist es ja eigentlich immer noch, denn erst nächste Woche wird ja der Medienausschuss darüber weiter beraten. Am Mittwoch ist er ja unterbrochen worden für eine Woche. Und dann natürlich dieses ganze Interview unter anderem mit dem jetzt Ex-CDU-Landeschef und Ex-Innenminister von Sachsen-Anhalt, Stahlknecht, der nämlich jetzt dann auch noch dazu gesagt hat, naja, dann soll die Regierung auseinanderbrechen mit der AfD, weil es wäre nur, glaube ich, auch sogar möglich mit der AfD, denn wenn CDU und SPD würde nicht gehen, deswegen halt dieses Dreierbündnis und die CDU koaliert ja nicht mit der Linken und auch nicht mit der AfD, aber das ist, glaube ich, nur noch Scheinheiligkeit, wenn man das so sagen möchte, wenn man sagt, die CDU koaliert oder arbeitet nicht mit der AfD zusammen. Das ist schon ein bisschen anders als natürlich in den anderen Bundesländern. Da gibt es noch eine ganze Menge,
was es da noch geben wird. Zu Stahlknecht selbst, seit 2011, also 9 Jahre, ist er Innenminister gewesen, seit 2018 sogar Landeschef der CDU und galt als möglicher Nachfolger von Rainer Haselhoff als Ministerpräsident sogar. Diese Ambition machte ja auch Haselhoff vor wenigen Wochen selbst einen Strich durch die Rechnung, denn Haselhoff selbst hat auch bekannt gegeben, er will eine dritte Amtszeit nämlich anstreben, wenn die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt kommen. Ja, und ich glaube, ich werde mich auch noch mal kurz mal selbst auch noch mal informieren, wann nämlich die Wahlen nämlich sind. Da habe ich nämlich gerade, wie 2016 waren, 5 Jahren sind es, genau, 6. Juni wären sie nämlich. Also es würde bedeuten, entweder würden die Landtagswahlen früher stattfinden oder vorübergehend würde, sagen wir mal, doch noch irgendwie eine Minderheitsregierung regieren, nur dass man sich dann immer wieder absprechen muss und das wäre halt auch dann ein rotes Tuch für die CDU vor allem. Ja, da kommt von der Bundes-CDU kaum was, deswegen ist das halt auch ein bisschen eigenartig, was da gerade auch noch passiert, vor allem von AKK, der noch Parteichefin, aber im nächsten Jahr soll es ja ein anderer reißen. Mal gucken, wer das sein wird, vor allem nämlich stellt sich auch die Frage, wie dann auch die politische Richtung für die CDU nach rechts nämlich ausschaut, also zur AfD, ob das dann auch eine Änderung geben wird oder nicht. Mal abwarten, ob das Ganze kommen wird. Derweil ist das Ganze zu einem heftigen Politthriller geworden. Auch ziemlich interessant, muss man sagen, geradewegs, weil wir ja vor einem Wahljahr stehen, wo ja nicht nur Landtagswahlen stattfinden, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Berlin wird nächstes Jahr auch gewählt, sondern auch die Bundestagswahl. Also das sind eine Menge Wahlen nächstes Jahr und das wird richtig spannend. Also da seid ihr natürlich dann auch hier bei Dercho TV wahrscheinlich dann auch auf der richtigen, an der richtigen Adresse. So wollte ich das sagen. Ja.